Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie wollen eine klare Ansage in dem Tonfall machen. Was meinen Sie, geht das? Als Führungskraft kommen Sie nicht drum herum, ab und zu so richtig klare Ansagen zu machen. Dabei ist es egal, ob die klare Ansage schwierige Inhalte hat oder ganz normale Inhalte. Eine Sache ist unheimlich wichtig für die klare Ansage. Und das ist der Tonfall. Was ist der Tonfall? Letztlich ganz einfach der Klang unserer Stimme. Unsere Stimme ist letztlich das Mittel für die alltägliche praktische Kommunikation und somit auch für klare Ansagen. Wie komme ich jetzt stimmlich zur klaren Ansage? Lassen Sie mich aber erstmal verdeutlichen, was eine klare Ansage vielleicht nicht ist. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie wollen eine klare Ansage in dem Tonfall machen. Was meinen Sie, geht das? Oder stellen Sie sich bitte vor, Sie treten vor Ihr Team und befehlen außer einem Angriff auf den Konkurrenten etwas. Klare Ansagen erfordern einen klaren Ton. Wie komme ich dahin? Sie haben schon gemerkt, in Verbindung mit der Körpersprache kann man das sehr, sehr gut managen. Wenn ich so zusammensacke, kann ich dann eine klare Ansage machen? Nein. Das ist rein figürlich schon so. Wenn ich aufgerichtet dastehe, den Kopf dahin tue, wo er hingehört, nämlich oben auf und nicht irgendwie unter den Arm oder so, obwohl wir uns natürlich manchmal so fühlen, dann kommuniziere ich Stärke mit meiner Umwelt. Dann zeige ich durch meine Schultern mehr Eckigkeit und schon von der Haltung eine größere Klarheit. Wenn ich den Kopf einknicke, dann merke ich schon hier, dass der Klang da nicht besonders gut herauskommt. Vielleicht erinnert Sie der Klang an einen berühmten ehemaligen Politiker, das kann sein. Wenn ich aufrecht gucke, mit meiner Umwelt, mit meinem Team kommuniziere, schaffe ich es auch, akustisch klare Ansagen zu positionieren. Das Mittel, was wir dazu haben, ist unsere Atmung. Wenn wir gesund atmen wollen, wissen Sie alle, steht in jeder Illustrierten ab und zu drin, sollen wir in den Bauch atmen. Vergessen Sie das bitte. Der Bauch ist beteiligt. Aber wo geht die Luft hin? Natürlich in die Lungen. Wo sitzen die Lungen? Etwa in dem Bereich, wo wir Rippen haben. Also lohnt es sich doch, sich einmal so hinzuatmen, dass wir uns nicht nur aufrichten, sondern auch verbreitern. Vielleicht mögen Sie es gerade mal mitmachen, einfach nochmal zusammen. Sie sehen, man wird etwas aufrechter, man wird etwas breiter und letztlich auch wieder klarer in der eigenen Haltung. Wenn man das am Anfang trainiert, fühlt man sich so ein kleines bisschen steif und unbeweglich und wie so ein Zinnsoldat. Aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es geht um die regelmäßige Schulung dieser Atmung. Wenn ich tief einatme, kommt die Klarheit in der Stimme, die Klarheit für die klare Ansage automatisch. Nutzen Sie Ihre Aufrichtung. Atmen Sie tief ein und haben Sie den Kopf aufrecht. Dann ist der Inhalt einer schwierigen klaren Ansage eventuell noch nicht da. Aber die akustischen Gegebenheiten, die sind schon enorm wichtig und letztlich die Voraussetzung für eine auch inhaltlich klare Ansage.